Probleme, die so eine Gemeinde wie Thurmansbach hat. Gemeinde Thurmansbach ist ein bayerischer Wald. Herr Professor Schneider, was brauchen die Menschen? Die Menschen brauchen in meinen Augen prinzipiell erstmal eine gute Grundversorgung. Insbesondere im ländlichen Raum muss halt wirklich garantiert sein, dass ein Hausarzt vor Ort in der Nähe ist. Sie brauchen meines Erachtens oft weniger Technik, als das gerade in Deutschland vielleicht gelebt wird in der medizinischen Welt, sondern mehr Zuwendung, Erörterung gemeinsam mit dem Hausarzt über komplexe gesundheitliche Beschwerden, ganzheitliche Medizin im Sinne eines biopsychosozialen Modells, eine Haltung und eine Herangehensweise, die man, denke ich, insbesondere im hausärztlichen Bereich bekommt. Herr Dr. Geis, der Hausarzt ist also elementar, das haben wir gerade gehört, für die Gesellschaft. Soweit die Theorie. Wie schaut die Praxis aus? Wie ist die hausarztzentrierte Versorgung in Bayern? Die hausarztzentrierte Versorgung in Bayern hat sich jetzt langsam erholt. Wir haben wieder Verträge mit allen Kassen geschlossen und sind dabei, diese Verträge zu leben. Allerdings ist die hausärztliche Versorgung in Bayern natürlich, was den Nachwuchs anbelangt, sehr stark bedroht. Und wir müssen noch weitere Anstrengungen unternehmen, dass die jungen Mediziner sich für den Beruf entscheiden. Herr Professor Schneider, als Inhaber des Lehrstuhls für Allgemeinmedizin an der TU München sind Sie quasi täglich mit dem Nachwuchs in Kontakt. Wie groß ist die Bereitschaft, beim Nachwuchs Hausarzt zu werden? Ja, gar nicht mal so gering, wie es jetzt, finde ich, oft kolportiert wird. Ich mache selber immer regelmäßig Veranstaltungen, einmal im Jahr. Hausarzt werden, wie geht's, oder niederlassen, auch im ländlichen Raum. Und beim letzten Mal waren 50 Studenten da. Ein großer Teil konnte sich auch vorstellen, in den ländlichen Raum zu gehen. Also ich denke, prinzipiell eine gewisse Grundbereitschaft ist da. Es ist notwendig, dass starke Lehrbereiche, Institute für Allgemeinmedizin an Universitäten bestehen, um die Studenten zu motivieren. Gleichzeitig ist aber auch nötig, diese motivationale Spannung, sage ich mal, zu halten. Das heißt, auch nach dem Studium immer mit den jungen Weiterbildungsassistenten zu klären, wie geht es weiter, sie ein bisschen führen durchs System, eine strukturierte Weiterbildung ermöglichen, aber dann kommt wieder der nächste Schritt, auch da wieder aufzeigen, wie geht das Niederlassen, wie kann ich das in meiner individuellen Lebensplanung vereinbaren, wie mache ich das als Frau mit Kindern vielleicht, aber auch wie werden junge Männer mit Familien, mit Kindern adäquat im System aufgeräumt, aufgehoben, was gibt es für Modelle, Anstellungsmodelle, Teilzeitmodelle, da muss man jetzt erfinderisch sein. Ich denke, es ist das gesamte Komplettpaket nötig, um sozusagen Studierende zu begeistern, Weiterbildungsassistenten zu halten und die dann aber auch zur Niederlassung zu motivieren. Herr Dr. Geis, Professor Schneider hat berichtet, dass nur ein Bruchteil der jungen Mediziner einen Abschluss anstreben, eben als Allgemeinarzt. Früher war das anders, da haben die Allgemeinärzte die große Mehrheit gebildet. Warum ist die Bereitschaft unter den jungen Medizinern nach Ihrer Meinung so gering geworden, sich als Hausarzt niederzulassen? Das ist ein multistrukturelles Problem. Das erste ist schon angesprochen worden, die fehlenden Lehrstühle an der Universität. Das heißt, das Thema Allgemeinmedizin wird an den Universitäten unzureichend vertreten, unzureichend gelehrt und in der Ausbildung auch angesetzt. Das andere ist, dass die jungen Ärzte natürlich ganz andere Arbeitsvorstellungen haben, als es der bisherige Hausarztberuf mit sich bringt. Die sogenannte Einzelpraxis mit rund um die Uhr Bereitschaft, das ist nicht mehr das, was die jungen Menschen heute anstreben. Die jungen Menschen streben heute eine Arbeit an im Team, eine Arbeit mit geregelten Zeiten, eventuell im Anstellungsverhältnis. Und das erfordert ein Umdenken natürlich auch unter den Ärzten selbst, dass wir uns überlegen, wie wollen wir unsere Tätigkeit in der Zukunft weiter gestalten. Wollen wir weiter als Einzelpraxis vor uns hinarbeiten oder wollen wir uns vielleicht zusammenschließen zu kleinen Allgemeinarzt- zu Hausarztzentren? Damit werden wir auch wieder der sogenannten Feminisierung gerecht. Das heißt, die Frauen können auch eintreten in die Allgemeinmedizin, in die eigentlich schönste Form der Medizin, und können ohne wirtschaftliche Sorgen sich da einbringen. Und ich glaube, das ist eine große Aufgabe, die wir in der Zukunft leisten müssen. Dazu brauchen wir aber feste Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel also feste Honorarvorstellungen in den Haushaltsverträgen.
Der Hausarzt muss in seiner Position auch gesichert sein. Er muss von der Politik implementiert werden. Das Beste wäre natürlich, wir kriegen ein Primärarztsystem, wo sich jeder Patient beim Hausarzt einschreiben muss und dann von ihm geführt wird. Der Hausarzt muss seine Koordinationsfunktion übernehmen. Er muss mehr nicht nur Behandler sein, er muss Koordinator sein. Er muss planen für den Patienten. Er muss den Patienten durch das ganze System der Medizin leiten und das erfordert unheimliche Anstrengungen. Sie kämpfen sehr für Hausarztverträge nach altem Recht. Jetzt hat die Bayerische Staatsregierung ein Förderprogramm aufgelegt. Kann es das nicht ersetzen? Nein, beim besten Willen nicht. Ich bin froh, dass die Bayerische Staatsregierung das Förderprogramm aufgelegt hat. Das kann den einen oder anderen vielleicht in das eine oder andere Eck des bayerischen Landes locken. Aber das Förderprogramm ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir müssen ganz einfach die Rahmenbedingungen, die ich vorher genannt habe, schaffen. Und ansonsten, ich habe schon mal an anderer Stelle gesagt, ist es so, als wenn man sagt, wir ziehen in den Krieg und haben aber keine Soldaten. Unterstellt, die Politik würde handeln, den Hausärzten ging es wirtschaftlich wieder gut und Sie würde man ein paar Jahre zurückbieben, sozusagen wieder ins Medizinstudium. Würden Sie sich wieder entscheiden, Hausarzt zu werden, Allgemeinmedizin zu machen? Ja, auf jeden Fall. Es ist einfach ein super Beruf, ganzheitlich, breites Spektrum, ist nie langweilig, passiert jeden Tag immer wieder was Neues, ganzen Menschen im Blick, entspricht einfach meinem Verständnis auch von Medizin. Herr Dr. Geis, und Sie? Ja, das klingt bei mir ähnlich. Ich bin jetzt immerhin 30 Jahre in der Hausarztmedizin tätig und ich habe noch nicht vor aufzuhören, möchte also noch einige Jahre tätig sein und ich würde unter neuen Rahmenbedingungen auch wieder von vorne anfangen. Hausarztmedizin ist spannend, ist allumfassend. Sie sieht den ganzen Menschen, sie begleitet den Menschen und in den neuen Formen, in Form eines Teams, kann ich mir das sogar noch interessanter vorstellen. Abschlussfrage, wenn die gute Fee käme und Sie hätten einen Wunsch frei für die Allgemeinmedizin, was würden Sie sich wünschen? Ja, dann würde ich mir wünschen, natürlich, was sonst als Universitätslehrstuhlinhaber, ein gut ausgestattetes Institute in Bayern gut ausgestattet, sodass wir die Studenten nachhaltig für den Beruf motivieren können, aber auch mit unseren Forschungstätigkeiten zu einer guten Entwicklung der Hausarztmedizin beitragen können. Und als relativ junger Arzt sozusagen noch eine Verlässlichkeit in der Planung, die die Politik ermöglichen würde, sozusagen weg von den ständigen Änderungen, Strukturänderungen im Gesundheitswesen hin mehr zu einer Nachhaltigkeit auch für die individuelle Lebensplanung. Das würde ich mir wünschen, wenn eine gute Fee käme. Und Herr Dr. Geis? Mein Wunsch ist viel kürzer. Als Berufspolitiker in Sachen Hausarzt wünsche ich mir jetzt endlich die gesetzlichen Bestimmungen so zu regeln, geregelt zu bekommen, dass wir Hausärzte auf Augenhöhe mit den Krankenkassen verhandeln können und damit unsere Lebensbedingungen besser gestalten können. Herr Professor Schneider, Herr Dr. Geis, vielen Dank.